Wie fit ist Deutschlands Wirtschaft für die Zukunft? Diese Frage stand im Mittelpunkt bei der traditionsreichen Gartenvorlesung Einmaleins der Wirtschaft des Instituts für ökonomische Bildung, des WGI e.V. und der NWZ beim IÜB in Oldenburg. Nach einer kurzen Begrüßung durch Professor Dr. Dirk Löhrwald, wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer des IÜB, Dr. Holger Peinemann, Vorstand des WGI e.V. und NWZ-Chefredakteur Ulrich Schönborn, hat Professor Dr. Nils Goldschmidt von der Universität Siegen den Abend mit einem Impulsvortrag eröffnet. In diesem Vortrag zeigt er sich zuversichtlich im Hinblick auf die deutsche Wirtschaft. Ich glaube, die deutsche Wirtschaft ist eigentlich recht gut aufgestellt und ich glaube auch, dass wir gut durch die Pandemie kommen werden, beziehungsweise auch aus der Pandemie herauskommen werden, ökonomisch gesehen. Wir sehen ja jetzt auch schon erste Erholungszeichen und ich glaube, wir können da relativ zuversichtlich sein. Ich glaube auch, dass die Wirtschaft gut aufgestellt ist. Die Pandemie war eine Krise der öffentlichen Gesundheit und eben anders als die Finanzmarktkrise eben keine ökonomische Krise. Von daher werden wir Nachholeffekte sehen und vielleicht bietet es auch die Möglichkeit für manche Modernisierungen. Vieles stehe momentan auf der Kippe, laut Goldschmidt, und er nannte Gründe wie den Klimawandel, die demografische Entwicklung, die Digitalisierung oder das Rentensystem. Goldschmidt warnte aber davor, alles auf den Kopf zu stellen. Radikale Probleme brauchen keine radikalen Lösungen. Der Zusammenhang radikales Problem, radikale Lösung findet sich in der politischen Rhetorik ganz häufig. Nach dem alten Motto, bei Gefahr und Not ist der Mittelweg der Tod. Des Weiteren zeigt er sich skeptisch gegenüber der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Er sprach sich für eine Politik der Behutsamkeit aus. Mit Blick auf das Rentensystem ist Goldschmidt für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. In der anschließenden Podiumsdiskussion diskutierten Dorothee Koch vom Deutschen Gewerkschaftsbund Oldenburg aus Friesland, Lutz Roschka, Vorstand der PwC-Stiftung, der zuvor vortragende Professor Dr. Nils Goldschmidt und Dr. Thomas Hildebrand, Hauptgeschäftsführer der Oldenburgischen IHK. Letzterer zeigte sich mit Blick auf die regionale Wirtschaft zuversichtlich. Es ist auf jeden Fall so, dass wir davon ausgehen, dass wir die jetzige Krise, Corona-Krise, genauso gut überstehen. Und zwar insgesamt, das kann man nicht im Einzelfall sagen, wie auch 2008 oder 2009, die damalige Finanzkrise. Also die Zeichen, die wir erkennen, sind alles in allem positiv. Es kommt eben insbesondere darauf an, dass man die Situation eben auch richtig erfasst, sensibel erfasst, die Mitarbeiter mitnimmt. Mitarbeiterbildung gehört dazu und eine Führungssensibilität in Bezug auf die Zukunftsmärkte. Dorothee Koch sieht allerdings noch viel Potenzial in dem dualen Ausbildungssystem. Wir brauchen ein sicheres duales Ausbildungssystem, damit wir die Fachkräfte von morgen auch selber ausbilden. Und wir brauchen ganz stark eine Mitbestimmung. Und gerade um den Transformationsprozess, sei es ökologisch oder sei es digital, das macht nichts, müssen wir die Menschen, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mitnehmen. Und das können wir durch eine gute Sozialpartnerschaft erreichen. Für Lutz Roschka ist die Frage, ob Deutschland abgehängt werde, auch Jammern auf hohem Niveau. Als zentrale Herausforderung nannte er die vier Punkte Deglobalisierung, Klimawandel, demografischer Wandel und Digitalisierung. Er sprach sich dafür aus, die großen Herausforderungen stärker auf europäischer Ebene anzugehen. Beim anschließenden Blick in die Zukunft waren alle Beteiligten zuversichtlich. Die Welt ist gar nicht so schlecht und die Welt hat sich in den letzten 30, 40 Jahren unendlich verbessert, global, national. Also ich bin sehr zuversichtlich, wenn wir die Herausforderungen gemeinsam angehen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. In den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Sozialversicherungspflichtigen in Deutschland deutlich erhöht. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich deutlich erhöht und wir haben sogar 400.000 mehr Unternehmen als damals. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass das grundsätzlich positiv weitergeht mit den kleinen Einschränkungen, die wir haben. Die sind nicht ohne, weil die jetzt sind nämlich Dinge, die kippen können. Aber im Grundsatz bin ich ganz optimistisch. Wir haben es teilweise in der Hand, teilweise nicht. Wir sind ja nicht allein auf der Welt. Wir haben eben die großen Disruptoren kurz mal gestreift. Man weiß es nicht. Aber bis dahin lassen wir eine gute Zeit haben. Insbesondere bei Würstchen und Bier. Ich glaube, darauf kommt es an. Und wenn die Zeit gut ist,
dann gehen wir optimistisch voran und dann schafft man allemal mehr als in dystopischer Untergangsstimmung. Im Anschluss an die Diskussion gab es noch ein Get-Together bei Bratwurst und leckeren Getränken.